Hallo, willkommen zu meinem mittlerweile zweiten Let's Play, also zweites Spiel. Und das ist ein Adventure, und zwar Lashes und Larry Reloaded. Das hier ist Blind, das heißt Blind. Ist, wenn ich dieses Spiel vorher noch nicht durchgespielt habe oder überhaupt gespielt habe. Ich habe es noch überhaupt noch nicht gespielt. Ich habe aber allerdings, weil es ja eine Art Remake ist, den vorherigen Teil gespielt, aber den auch nicht ganz zur Hälfte. Und bin ich irgendwie dann, habe ich dann aufgehört, als kurz bevor ich mit Vaughn, oder wie die der hat Vaughn geheißen, in diesem Hotel war. Da war das dann mit dem Wein anrufen, glaube ich, da habe ich dann aufgehört, ich weiß jetzt auch nicht mehr warum. Und auf jeden Fall habe ich nachgelesen, dass da auch neue Rätsel mit drin sind und eine neue Frau. Unter anderem, ich glaube, sonst würde es drei geben. Ich habe bis jetzt nur eine erreicht. Und ich hoffe, es macht euch Spaß. Adventures sind zumindest ziemlich geil und ich habe vor, in nächster Zeit viele zu spielen, auch welche, die ich noch nie, die ich unblind, also die ich nicht blind gespielt habe. Da kann man leider nichts machen, aber die sind auch schon Ewigkeiten her, weil ich spiele jetzt irgendwie, habe jetzt lange keine Adventures mehr gespielt. Und aber bevor wir überhaupt jetzt weiter herumtun, würde ich sagen, beginnen wir. Einige Elemente der Handlung von Lashes und Larry sind nicht für Kinder geeignet. Jetzt sind wir, auch sind wir 66 bis 99 oder sagen wir mal 19 bis 39 oder 16 bis 18. Weil wir es nicht lieber Hausaufgaben machen. Habt ihr schon gemacht. Um dein Alter zu bestätigen, musst du nur diese 5 Fragen richtig beantworten. Welche der folgenden Begriffe hat etwas mit dem Bau nicht zu tun? Das sind Kratin, oder? Ich bin nicht. Mach. Bist du noch ein Kind? Okay, dann wär's vielleicht, keine Ahnung. Also neu. Wenn wir das nicht ziemlich abgeben. So, und bei Buffy? Da! Wie ist es kein sein? Ja. Tamagotchi! Weiß ich. Hoffentlich doch. Okay, so Melonen. Man sieht ja anwesend. Ich weiß, da werden wir jetzt die ganze Folge hängen, das weiß ich schon. Ja, Komo oder Warane sind. Echt. Und George Bush an Hillary Clinton. Ich umgebe. Nein, da war doch. Oh, oh, scheiße. Ich hat sich. Oder einfach nach. Ich weiß es nicht, ich kenne mich bin. Wo sich hat sich Roberta Williams als Designer einen Namen gemacht. Computerspiele, denke ich mal. Das ist das nicht davon. Theodore Geisel ist auch bekannt als. Das Strangelove, oh, der Film ist geil. Dr. Demeter, Dr. Octopus, Dr. Seuss, das war ja ein Kinderbuchauto. Freedom Press. Oh, endlich so. Das Spiel ist auf Englisch, aber mit deutschen Untertiteln. Ja, gibt es momentan nicht mit deutscher Sprachfassung, Gott sei Dank. Your name is Larry. Larry Laffer. You've arrived in beautiful Lost Wages without luggage. The airline lost it. Without a hotel reservation, you forgot to get one. And without a clue, you've never had one. You exit the cab. The hot, dry air of Lost Wages hits you in the face like a hard slap. A feeling not wholly unfamiliar to you. After your cab ride, you may be low on funds, but you've got the looks, the lines, and the leisure suit. You're in town to find true love. And if you happen to get lucky along the way, that's okay. After all, you're nearly 40. And still unvered, still untouched by human hands. Look out, ladies! I'm finding love tonight! Da sind wir uns sicher, Larry. So, ich hab, wenn ich ehrlich bin, schon vorgespielt, aber fast gar nicht, also nur so vorgespielt, dass ich weiß, wie die Steuerung geht. Und welche Sprachen und so, das heißt, da habe ich dann nicht weitergemacht. Ja, hier läuft die Spa, hier können wir, also ich denke, hier können wir uns ausziehen.
You quickly check your fly by zipping it up and down. Zips up, zips down in an instant for easy access. Yeah, baby. Hier könnten wir, glaube ich, reden. Hier nehmen. Hier schauen. Hier gehen. Hier die Tisch schmecken. If you could reach it, it would taste like steak. Wow. So. Ich finde, wenn man das alte gespielt hat und sich jetzt das Remake ansieht, denkt man sich, oh mein Gott, das ist echt genial, weil wer das alte kennt mit der Musik und so, das sieht hier so komplett anders aus. Das ist echt der Hammer, finde ich, was die. Ich glaube, Interplay war das. Nein, Interplay war das. Nein, Interplay, irre. Nein, oder? Ich weiß es nicht. Bitte verzeiht mir. Ich glaube. Interactive, ja genau, ich glaube eine Indie-Firma hat es mit den LO, der auch das Originalspiel gemacht hat, zusammen gemacht. Und mal sehen, wie es You take a seat on an available bar stool. Ja, können wir es bestellen? Keep your hands off of me. For all I know, you've been touching one of them computer keyboards. Filthy, infectious things those are. Ne? Ja, auf einer Tastatur sollen angeblich mehr Bakterien sein als auf einer... Blah, blah, blah. No, not then. So, what was the setup to that punchline? Auf einer Computertaste sind mehr Bakterien als auf einem Häsel. Hello? Als auf einem Häsel. Libby. Was ist das denn so? Eine Runde Champagner, Wein, Bier, Wodka, Bier und Whisky. Nicht. Das ist ganz einfach. Nehmen wir mal Whisky. I'll have a glass of your fine well whisky. That'll be $5, please. You flip $5 onto the... You don't drink the whiskey, but instead decide to carry it with you. Ey, übrigens, bei den Casinos... Wow. Bei den Casinos gibt's noch ein... Wow, nein, was... Und zwar gibt es bei den, das mache ich später, und zwar gibt, man muss ihr Geld verdienen, und zwar gibt es ja diese Slots und da gibt es einen Trick, das habe ich zumindest beim alten Larry so gemacht. Ich habe abgespeichert, dann habe ich immer, wenn ich was verloren habe, auf Laden. Verloren, Laden, gewonnen, speichern und dann immer weiter, bis ich saum viel Kohle gehabt habe. Und das war dann so nützlich. Also, mit einem Whisky wahrscheinlich im Inventory. You are in a dimly... Shit, das ist jetzt weggedrückt. Ich muss aufhören, das wegzudrücken. Hier haben wir, glaube ich, das Inventory. Was haben wir hier? Das ist unsere Geldbörse. Scheiße. So, und Whisky. You sexy girlfriend! It's a poster of supermodel Sweet Cheeks Marie Bonds, a model with a thing for men in uniform. What's for chess? It's a poster of supermodel B. Wankmeister. For her work entertaining the troops, she earned the slogan The Face That Erected a Million Pup Tents. Das Spiel hat schon einen derben Humor, also das muss man lassen, hatte das ältere auch, aber das haben sie, den Humor haben sie jetzt natürlich hier auch ausgebaut. So, Wanting to be humane to the drunk, you clap him firmly on the shoulder, stroke his head, pat his hand, and get up close to him. So tell me, how are you doing? Ah, oh, thanks for asking, buddy. I'd be just great if only my impetigo would clear up. Gib mir den Whisky, komm, muss ich noch was reinkippen. Ah, that hit the spot. You know, you must be my only friend in the whole world. So, I'm gonna give you all I got in the world. Besides, what's a guy like me need with a coaster? I mean,
What am I? High society? Jetzt haben wir einen Bierdeckel. Das ist ein Bierdeckel. Oh, das können wir dann da nehmen. Oh, wir bringen uns das mal was. Ups. Können wir da etwas... Können wir das benutzen? Gehen wir mal hier, völlig gebaut. Okay, da können wir nicht hin. Da schauen wir. Alter. Buried under the usual skin mags are some real collector's items. One of them is juicy Japanese and Jewish. Übrigens, weil hier Wortwitzchen so drinnen sind, hier sind ein paar Witze übersetzt, die vielleicht nicht so lustig sind, aber egal. Buried under the usual skin mags are some real collector's items. One of them is 70 and still spunky. Oh. Buried under the usual skin mags are some real collector's items. One of them is Goofus and Gallant's Guide to Swinging. Ich glaube, ich lasse es wieder. Hier haben wir einen Ring oder ein Kondom, was das auch selber. Score! Das ist ein Ring. Hier können wir die Toilette benutzen. Das geht nicht. You grab an ancient copy of Flutter, the magazine of nude skydiving, and settle in to sit and think. You feel a great relief. What's that aroma? What's that aroma? You scrape the floor with a finger. Wow! Scratch and sniff! You got my work, huh? Carefully finishing your duties, you wipe and toss the newspaper behind the toilet for the next user. Toll. Wer sagt, dass ich rausgehe? Wer hat gesagt, dass wir rausgehen? Don't waste your time. Ich hab gesagt, kurz bestimmt mich erst. So. You, in technical, you know, Ken sent me. That could be important. I'll have to remember it. You grab a screw. You turn off the hot. Ken sent me, genau. Also, da auf der Wand gestanden. Wir müssen es ausschalten. Okay, ich darf die Dialoge nicht wegdrücken. Sie sind meistens saumäßig witzig. Aber. Ich mach's immer wieder. Oh, Scheiße, das ist echt uncool, ich weiß. Ich weiß. Das ist echt uncool. Das ist kein Zweck oder Jon oder so. Hey, Dork! You got toilet paper stuck to your shoe! Ha, ha, ha! Ich benutze das nicht, Slots. You slip a buck into the jukebox and... You give yourself a... Got my wallet, got my comic. You rap loudly on the Naugahyde door. Yeah? What's the password? Can send me? You read off the string... Ken sent me? Come on in. Wie gesagt, das war auch beim alten Spiel so, nur da hast du es halt eintippen müssen. So, da la. Ah, you recognize this setup from a number of art films you've viewed. The gentleman before you is basically working the front desk. His employee is upstairs, waiting to provide quick expert services to a discriminating clientele. Ach ja. Eine Frage. Quick! Whip out your Leisure Suit Larry scratch and sniff card and scratch number 4.
If you purchase this game digitally, or if there's no scratch-and-sniff card in your game box, you may purchase replacement cards for only $249.99. Right-click or left-click on anything to continue your in-app purchase. Your purchase is complete. Thank you. Publisher's note, there is no scratch-and-sniff card. There is no in-app purchase. This is all a joke. Please send angry mail directly to Al Lowe. Ich finde den Humor von dem Spiel einfach so genial. Since nobody seems to be using it, you glom the remote. So he can be thrown off. Step away, little man. You're not my... What'd you let me in the room for, man? I surround myself with socially inept people. It stems from a need to overcompensate for my deep-seated low self-esteem. Den Fernseher einschalten. The remote is out of juice. It's not currently working with... There's a cabinet filled with a wide variety of sex toys. The cabinet appears to be locked tight with... Ach ja, wir haben ja... Geht das? Bingo! You use... You dispose of... I'll not wait! Ich hab schon wieder die Dialoge weggedrückt. Ich hasse es. Du Scheiße. Yes! Score one battery-operated, sleek, slightly sticky personal massager. So... Massagestab. Das Gasmatic 2000 sitzt auf Autovibration fest, sodass der automatisch vibriert, sobald Druck auf ihn ausgeübt wird. Oh Gott, du versuchst das Batteriefach zu erinnern, aber das geht verdammt schwer. Das ist ein Scheiß. Das Batterie öffnet sich weniger klein wenig. Genau, wenn du das Ganze kriegst, ist vielleicht nicht bewirrt dazu. Öffnet das Batteriefach. Eine widerliche Mischung aus Schleim, Hack, wie gut der Hund. Du nimmst die Batterien zwecks späterer Verwendung heraus und schmeißt den Schleim im Vibrator in den nächstbesten Mülleimer. Du wischst die Batterien kurz am Futter deines Sakkos ab und schon sehen sie wieder wie neu aus. Du öffnest die Rückseite der Fernbedienung, holst die leeren Batterien heraus und schmeißt sie dorthin, wo sie selbst Zocker mit Adleraugen niemals spielen werden. Du lässt. Ich bin heute so müde, ich kann's. Du legst die harte Batterien ein und schließt die Fernbedienung. Voila! Voila! Wasser kommt und wieder erhitzt und so aus dem Boiler. You aim the remote at the TV and push the power button. Don't make me wistful. You wouldn't like me when I'm wistful. You've managed to turn on the TV. You've caught Prodigious P's attention, but he doesn't seem interested enough in the program to leave his post by the stairs. You aim the remote at the TV and push the channel button. Hey, don't touch your knob. We'll be back in 2 and 2. Another boring game show. Prodigious P doesn't seem interested enough in the program to leave his post by the stairs. You aim the remote at the TV and push the channel button. What you are witnessing is real. The participants are not actors. They're actual litigants with a case pending in California Municipal Court. Another boring, real-life white trash catfight show. Prodigious P doesn't seem interested enough in the program to leave his post by the stairs. You aim the remote at the TV and push the channel button. And thank you for your support. You've been a brick through this whole thing. Another boring commercial for wine coolers. Prodigious P doesn't seem interested enough in the program to leave his post by the stairs. You aim the remote at the TV and push the channel button. What you talking about, Willis? Another boring sitcom. Prodigious P doesn't... You aim the remote at the TV and push the channel button. Please have your pet spayed, neutered, or both, just to be safe. Another boring appeal to common decency. Prodigious P doesn't... You aim the remote at the TV and push the channel button. I love this razor so much, I bought the company. And this railroad. And two United States senators. Another boring... Prodigious P doesn't seem interested. You aim the remote at the TV and push the channel button. Yes. Yes. Pull it out a little deeper. Huh? All right. But this is
For God's sakes, I am your accountant. And give it to me 32% hard. Das ist richtig schmarrn. It's a good thing that you did that, Larry. A very good thing. You sort of wished him into the porn field, didn't you? You carefully sneak the remote into Prodigious P's pocket, since you won't be needed. Komm jetzt drauf. With Prodigious P presently preoccupied, this must be the place. Just so you know, if you're into Peking duck play, I need 24 hours advance notice. This is echt so. So, the woman on the. She's like. Ich hab die Dialoge schon wieder weggedrückt. Das gibt's ja gar nicht. Holy cow! She's a hot mess! Without the heart. How old are you anyway? 23. Entschuldige. So, ich würde sagen, geht da wieder mit unser Spiel. Erster Part, Lashes und Larry anschauen. Bye bye.